Ja, also im öffentlichen Raum gibt es viel zu wenig Kunst. Und die Idee ist, in öffentlichen Räumen Bilder zu erschaffen, die dort zu erzeugen, zu gebären, um sie dann in der Stadt auf Reisen zu schicken, ja, in die Stadt rauszutragen und sie dort im Ergebnis auf oder an Fassaden für alle sichtbar zu machen. Ja, und dadurch eine besondere Art von Verbundenheit zu schaffen, von den Künstlern, also Identifikationsflächen zum einen, ja, und zu den Bürgern, zu den Gebäuden und zu den Menschen, die denen ständig sich so darin oder dazwischen bewegen. So, das Bild entsteht hier, ja, und dann hängt es dann eine Weile und dann hängt es woanders wieder im öffentlichen, genau, Raum und dann noch wieder woanders und wieder woanders. So, was machst ist, du? Mein, so ist mein Gedanke. Ja, also es soll im öffentlichen Raum entstehen, im öffentlichen Raum wirken, also hier dann auch fertig erstmal sein und gesehen werden, auch der Schöpfungsakt soll sichtbar werden, dadurch, das ist das Besondere auch, und nicht eine Ausstellung nur sein, wo die Leute sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern soll alles sichtbar werden und dann mit dieser Besonderheit, die jedem Bild immanent ist, ja, soll das dann im öffentlichen Raum wirken. Ja. Und diese Wirkung, die macht das besonders, das Bild, und auch jedes Bild besonders und einzigartig. Es gibt ja immer eine Vision, ja. Sonst ohne Vision gibt es keine Ideen. Und dann muss man halt auch mal was sagen, wo der Jurist sagt, das geht aber nicht. Es geht schon und wenn man will, geht es sowieso. Ja. Das gilt eigentlich für alles, man muss nur wollen. Ja. Und wenn man will, dann funktioniert das auch. Oder mit dem Richtigen zu sprechen, das auch vielleicht einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und schon ist es das Normalste der Welt, dass man sowas macht oder zumindest mal versucht.
im öffentlichen Raum soll es dann wandern und im Ergebnis an Fassaden eine Heimat finden, eine endgültige Heimat finden. Das bleibt dann irgendwo, irgendwann mal am Schluss irgendwo bleibt es fest drin. Ja, so ist meine Vorstellung. In meiner Fantasie gibt es da viele geeignete Orte in Stuttgart. Dadurch eine besondere Art von Verbundenheit zu schaffen, von den Künstlern, also Identifikationsflächen zum einen, ja, und zu den Bürgern, zu den Gebäuden und zu den Menschen, die da, denen ständig sich so darin oder dazwischen bewegen. Übergeordnetes Thema ist ja auch Heimat und Wertschätzung. Ja? Das ist so das tragende Thema.